Der Deutsche Bauerntag ist alle 2 Jahre das große Ereignis für den Berufsstand der Bauernfamilien in ganz Deutschland. Gastgeber in diesem Jahr ist der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau. In Absprache mit dem Deutschen Bauernverband, kurz DBV, wählte er als Kulisse die rheinland-pfälzische Metropole Koblenz aus. Eine Stadt, die nicht nur wegen der Bundesgartenschau 2011 ihren ganz besonderen Charme besitzt. Koblenz ist ja eine uralte deutsche Stadt mit einer riesigen Geschichte über Römer, über Germanen, über Lothringer, über Deutschland, über Frankreich, was sich hier verschnitten hat. Dann das deutsche Eck, auch ein ganz berühmter deutscher Punkt mit dem Zusammenfluss Rhein und Mosel. Das heißt geschichtsträchtig und wir Bauern sind auch geschichtsträchtig. Und wir sind mitten in Europa und das passt doch auch hervorragend zusammen mit einem weiteren Thema, das wir natürlich diskutieren werden, mit der Zukunft der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Neben der europäischen Agrarpolitik beschäftigten sich über 500 Delegierte sowie zahlreiche Gäste aus Politik, Medien, Agrarwirtschaft und Forschung mit den Themen Welternährung und der Energiewende der Bundesregierung. Diskutiert wurden dabei auch die Folgen der Energiewende für Land- und Forstwirtschaft. Passend dazu das Motto des diesjährigen Deutschen Bauerntages: Wir schaffen Werte. Wir wollen damit ausdrücken, dass wir unverzichtbar sind für unsere Gesellschaft, für die Bevölkerung. Das beginnt, dass wir Nahrungsmittelproduzenten sind. Wir brauchen die Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln. Die ist weltweit nicht mehr gegeben. Umso wichtiger ist die heimische Nahrungsmittelerzeugung. Wir wollen mithelfen bei der Energiewende, das heißt auch in einem überschaubaren Rahmen natürlich, weil Nahrungsmittelproduktion unser Hauptgeschäft und Kernkompetenz ist. Aber wir wollen auch umweltfreundliche Energie produzieren. Um das zu unterstreichen, hat der DBV bereits im Vorfeld die Werbetrommel gerührt. Gemeinsam mit den Landesverbänden wurde die bundesweite Imagekampagne Arbeit mit Leidenschaft gestartet. Inwieweit damit Sympathie für die landwirtschaftliche Arbeit gewonnen werden kann, wird sich zeigen. Beim Deutschen Bauerntag zeigte man sich zuversichtlich, den Weg in die Zukunft damit geebnet zu haben.